Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Heute mit dem vierten Türchen. Bam! Eine Frage und ein Engel jeden Tag für dich. Und die heutige Frage, die ich dir mitgebracht habe, ist wieder eine Frage von Carmen Kindel-Beilfuß aus dem wunderbaren Buch Fragen können wie Küsse schmecken. Und es ist eine Frage, die uns in dieses letzte Jahr zurückführt, das Jahr 2020, ein Jahr voller Veränderungen und spannender neuer Entdeckungen. Und die Frage heißt, welchen Lebensabschnitt, mal abgesehen von diesem Jahr 2020, hast du als eine Phase voller Veränderungen erlebt? Was war die bisher größte Veränderung in deinem Leben? Was war die schwierigste Veränderung? Was war die schönste Veränderung? Denk einmal über die Veränderungen in deinem Leben nach. Und wenn wir über Veränderungen nachdenken, dann fällt natürlich auf, dass in jeder Veränderung, in jeder neuen Phase es gut ist, wenn man weise damit umgeht. Und deswegen, ich setze meine Engelsbrille auf, die ich von meiner Freundin Ellen Hollebein aus Afrika zugesandt bekommen habe. Hallo Ellen. Und ich schenke dir heute aus diesem Buch von Anselm Grün, 50 Engel für die Seele, den Engel der Weisheit. Ich wünsche dir, dass dich der Engel der Weisheit begleitet, dass er dir die Augen öffnet, damit du dich bei dem Vielerlei, das du siehst, nicht verirrst und verwirrst, sondern das erkennst, worauf es eigentlich ankommt. Der Engel der Weisheit wird dich nicht vor Fehlern bewahren. Er erzieht durch Versuch und Irrtum, um dir den Geschmack zu vermitteln für das, was dir wirklich gut tut. Aber den Geschmack des Lebens wirst du nur erkennen, wenn du ihn vom Geschmack des Todes unterscheiden kannst. Ich wünsche dir den Engel, der dich weise werden lässt, der dich einverstanden sein lässt mit dem Leben, der dir die Augen öffnet für den Grund allen Seins, für die Liebe Gottes, die an Weihnachten sichtbar geworden ist. Dort in Gottes Liebe kannst du dein Leben bejahen mit all seinen Widersprüchen. Dort wird alles eins, was dich sonst zu zerreißen droht. Dort schmeckst du, was Leben heißt. Dort siehst du, was eigentlich ist. Dort weißt du, wie alles zusammenhängt. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du das heute in deinem Leben entdecken kannst. Und dann schreibst du es vielleicht einfach unten in die Kommentare. Mal sehen, was wir gemeinsam so alles entdecken können. Sei gesegnet, bis wir uns morgen hoffentlich wiedersehen, wenn das nächste Türchen von Mickys Adventskalender 2020 geöffnet wird.